Hier spricht Ostra. Willkommen zurück bei Rune Factory Frontier. Heute ist das Eintopffest und dafür werden wir sicherlich etwas Leckeres in unserem Kühlschrank finden, was wir mitnehmen können. Ich bin selber noch gar nicht sicher, was ich mitnehme. Ich könnte eine Level 1 tun. Ich guck mal, was ich vom Level her sehr hoch habe. Ich denke mal da nach Level 3 Butter habe ich. Schön Butter in einen Topf. Level 3, Level 5 Kastanien. Aber ich glaube, es sollte etwas sein. Level 10 Currypulver. Ich glaube, es muss eine Haushaltszutat sein, also ja, entweder Milch, hier haben wir Level 3, na, obwohl Milch in den Eintopf. Es wurde sich ja schon beschwert, dass Kano Kuchen in den Eintopf tun wollte. Ich habe auch nicht so super geiles High-Level-Zeug, also schwebt mir eine Tomate vor oder Spinat. Ich glaube, wir nehmen die Tomate. Ich nehme mal eine Ananas mit. Das ist ja... Ich weiß ja nicht, was wir für einen Eintopf machen. Je nachdem, wenn das lecker aussieht, dann kann man ja sich auch nochmal umentscheiden. Jetzt haben wir zumindest ein, zwei Dinge dabei, die wir gebrauchen. Oder vielleicht auch in den Eintopf schmeißen wollen. In der letzten Folge haben wir wunderbar... Wer sie nicht gesehen hat, hat definitiv etwas verpasst. Das kleine, aber feine Event mit Cinnamon, Lara und Melody gesehen. Und wir sind Cinnamon, ich glaube, ein ganzes Stück näher gekommen. Auch wenn ich denke, dass wir mit 10 Herzen nicht mehr viel weiter kommen können. Und jetzt ist alles nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das Spiel hier langsam, aber sicher in die Credits rollt. Wir die Hochzeit langsam einleiten können. Und dann uns ein neues Projekt raussuchen. Ich habe ja schon meinen Favoriten rausgesucht. Und ich denke auch, dass ich das machen werde. Und auch das wird wieder ein Projekt werden, was ich denke mal mehr als 100 Folgen braucht, um das durchzuspielen. Es handelt sich dabei um, Achtung Spoiler, Suikoden 2. Das ist mein, ja, ich denke für die PlayStation 1 schon mein Lieblingsgame. Ich denke ja, das ist mein Lieblings-RPG auf der PS1 und da freue ich mich schon tierisch drauf, wenn ich euch das zeigen kann. Und auch da gibt es ganz tolle, interessante Sachen, wo man auch Votes mitmachen kann und das wird interessant. Und wer dich dann fragt, oh nein, dann hast du aber gar keinen Farm-Simulator mehr auf deinem Kanal. Ja, dem sei schon mal jetzt gesagt, es kommt bald der Multiplayer raus von Stardew Valley. Und falls nicht, werde ich ein paar Solo-Folgen Stardew Valley einbauen. Und bestimmt kriege ich Mio auch überredet, dass sie mitmacht. Von daher, wir kriegen die Zeit schon rum, den Kanal gefüllt, euch und mich glücklich gemacht mit Videos. So ist zumindest mein Plan. Aber jetzt erstmal den schlimmsten Part, finde ich, im Moment in Rune Factory fertig abschließen. Nämlich das Streicheln unserer Monster. Das ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so, als ob das das Schlimmste auf der Welt wäre. Aber ich finde es hier und da ein wenig problematisch. Weil es einfach super lange dauert, jedes Monster da einem wegzustreicheln. Ich meine, klar. Wenn du zu Hause einen Bauernhof hast und 20 Kühe und du musst, oder 20 Pferde, bei Kühen ist ja nicht so, ich glaube, die striegelt man nicht jeden Tag. Das wäre, ich weiß es nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber bei Pferden, boah, bei 20 Pferden und du musst jedes Pferd jeden Tag striegeln, das dauert bestimmt auch seine Zeit. Obwohl, das gibt einem auch was zurück. Hier drücke ich einfach nur auf einen Knopf. Das ist, normalerweise bin ich eher der Knopfdrücker anstatt der Real-Life-Pferdestreichler. Aber da muss ich sagen, ich glaube, das Pferd gibt einem was zurück. Ich meine, sogar unser kleiner Hamster hier zu Hause, der gibt mir... Er lächelt, wenn ich ihm was zu fressen hingebe. Und er lächelt, wenn ich ihm Wasser reintue. Und wenn ich mich mit ihm unterhalte. Ich hoffe zumindest, dass es ein Lächeln ist und kein angewidertes... kein angewidertes Grinsen mir gegenüber. Und das ist das Einzige, was bei
Rune Factory mir so ein bisschen wenig Feedback gibt. Die Monster geben mir sehr wenig Feedback. Finde ich. Bei Harvest Moon ist es dann doch schon ein bisschen anders, weil das sind halt 100% Nutztiere. Hier sind es halt so, viele sind auch für den Kampf geeignet von den Monstern. Oder man könnte theoretisch alle mitnehmen zum Kämpfen. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde keinen Begleiter süß, der auch kämpfen kann, weil dann ist es ja kein Begleiter mehr, sondern ein Gefährte und das ist egal. Kleinigkeiten, ihr merkt schon, worauf es hinausgeht. Ich finde einfach Tiere süß, die einfach Hilfe brauchen. So, jetzt ist es raus. Was auch immer dieser Satz bedeuten mag, der steht jetzt im Raum und der bleibt jetzt hier auch stehen. Keine weiteren Ausflüchte mehr. Ich hoffe, ich habe genug Geld gemacht. Ich habe genug Geld gemacht in der letzten Woche, um das Doppelbett zu kaufen. Das ist ja auch eine ganz große Geschichte, die wir brauchen, um letztendlich. Ich möchte gerne erst die Angeln weg. Ich möchte die Taste finden, wo ich dann die Angeln weg tue. Okay. Also, das Bett, das wir brauchen, um, glaube ich, eine Freundin bei Rune Factory wirklich zu haben, beziehungsweise zu heiraten, beziehungsweise dann auch alles weitere. Ich weiß gar nicht, ob bei Rune Factory, ich glaube, Kinder kann man hier nicht haben. Fragezeichen. Wüsste ich zumindest nicht. Sagen wir es mal so. Ich wüsste nicht, dass man irgendwie Kinder haben kann. Macht auch im Setup eigentlich wenig Sinn. Es gibt auch leider keine Rivalen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen muss, schade. Ein paar Sachen, wo ich sagen muss, nun ist halt so. Wir schauen mal ein bisschen rum. Wir brauchen nicht in den Magierturm gehen. Oder in den Uhrenturm, besser gesagt. Denn alles finden wir heute hier draußen. Hallo, Loot. Ich möchte gerne etwas kaufen. Und hoffe, du hast das dabei, was ich sehe. Ja, ich möchte gerne das Doppelbett haben. Da es für zwei Personen gedacht ist, brauchst du es, solange du allein lebst, eigentlich nicht. Wenn du dieses Bett nimmst, hole ich dir dein altes ab. Nur, damit du Bescheid weißt. Dieses Doppelbett soll es sein? Ja, jawohl. Das ist eine wichtige Investition in mein virtuelles, sage ich es jetzt doch, Sexleben. Ja, ihr habt richtig gehört. Zocker können auch. Die Nerds können auch heutzutage. Die sind fortschrittlicher geworden. Die wissen jetzt, wie man übers Internet Frauen aufreißt. So sieht das nämlich aus. Und mit denen schön CS macht. Also Counter-Strike spielen, natürlich. Und wo man dann richtig die Mädels ab checkt. Nun. Ja, nicht mehr. Es gibt nicht. Das Zockerbild hat sich verändert. Es sind nicht nur noch die pickligen. Also, das hört sich immer alles so schlimm an. Dieses Standardbild eines Zockers. Wie in der einen Folge von South Park. Die WoW-Folge. So stellt man sich ja den normalen Zocker vor. Ist nicht mehr so. Es gibt jetzt auch muskelbepackte Zocker. The weather is so nice. Being here and reading when I feel like it is good, because this place is like paradise. Ja, quatsch mich ruhig voll. Also, ich habe, glaube ich, nichts für dich, was dich glücklich macht. Das tut mir irgendwie ein bisschen leid. Wir gucken mal, ob ich noch irgendwas lesen kann. Ich kann das nicht lesen. Offensichtlich kann ich das nicht lesen, ja. Und dieses Fach hier, weil das sind die einzigen Fächer, wo ich nicht dran komme. Ne. Wo ich nicht dran komme, falls das unaufgeräumt ist. Und es wurde mir eigentlich gesagt, ich finde auch ein Buch. Na gut, hat sich ja jetzt eh erledigt, weil wir haben ja alles, was wir brauchen. Aber wir hätten auch ein Buch finden sollen zu der Schneeruine. Aber anscheinend nicht. Es ist auch noch ein bisschen früh, es ist noch keiner so wirklich überall. Deswegen schaue ich mal. Oh doch, nee, es sind Menschen hier. Sehr gut. Das ist für dich, liebesvolles Ozuki-Mädchen. Bitteschön. Ich frage mich jetzt übrigens, wo wir jetzt das Event von Cinnamon gesehen haben. Scheinbar müssen wir 7 Teile Sternstaub einsammeln, aber ich habe keine Ahnung, was dieser Sternstaub eigentlich ist. Okay, wir gehen nochmal eben auf den Dorfplatz, stimmt, da war noch was. Ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt mit Lara oder Melody eins dieser Events gehabt hätte, ob auch diese Events gleich sind zu dem, was wir schon haben mit, weil die würden ja dann auch mit Cinnamon da hochgehen oder machen die dann was gänzlich anderes. Es ist aufregend. Es gibt keinen weiteren
Sternenstaub hier, so wie ich das sehen kann. Nope. Was gibt es denn hier auf dem Schild zu lesen? An Festtagen ist es untersagt zu angeln. Oh, okay. Ich kann Turner eine Erdbeere schenken. Und natürlich auch seiner Frau Rita. Bitteschön. Was gibt's denn heute? Hey, Ustra, warum bleibst du nicht übernachten? Nein, wir haben doch gerade Festtag. Sag doch mal was an. Sag doch mal was Festliches. Sag doch mal Juhu ernten. Sag mal Juhu essen. Irgendwas. Was ausdrückt, dass wir jetzt essen. Oh, thanks. Na sicher möchte ich was abgeben. Hi. Im Winter kann es das Eis aus dem See für coole Drinks on the rocks verwenden. Okay. Habe ich jedenfalls gehört. Aber in diesem Dorf gibt es nur Wein. Können ich ihr was schenken oder tue ich das in den Shop? Ich guck mal. Good morning. Moin. Keine Süßigkeiten, die sind deine Feinde. Ich müsste mehr Gemüse essen, um abzunehmen. Du siehst doch schon gut aus. Morning. Moin. In dieser grünen Ruine, bla, gekochte, okay. Also. Da ist ein großer Eintopf. Ja, danke. Du bist ja noch gekommen. Good morning. Moin. Monsters attack human. I think you. Okay, es ist wohl noch nicht Festzeit. Kann ich mir jetzt vorstellen, deswegen schenke ich doch noch mal was. Ich möchte die Blume nicht essen. Okay, bitte gib mir die Zutaten, die du benutzen möchtest. Okay. Tomate. Oh, Ustra, hast du eine Zutat für den Einfach mitgebracht zur Anmeldung? Zum Eintopffest geht es dort entlang. Bitte gib mir die Zutaten, die du benutzen möchtest, Ustra. Ja. Ja, geben. Anscheinend nicht. Geben. Willkommen, Meister Ustra. Zum Eintopffest geht es da lang. Zur Anmeldung zum Eintopffest geht es dort entlang. Bitte gib mir die Zutaten, die du mit benutzen möchtest, Meister Ustra. Huhu, du what now? What's this? Okay, also den kann ich verschenken. Ich raff nicht, wie das funktionieren soll, Freunde! Soll ich das einfach da reinkippen oder was? Trinken, weglegen, ablegen. Ja, die Zut. Nee, ich will die Zutat geben, ja. Aber ich weiß nicht, wie das rum. Nun, jetzt habe ich. Ja. Okay. Okay, also um 10 Uhr geht's erst los. Sagt mir das doch einer. Ananas-Eintopf gibt's heute. Was für eine was für ein wundervolles Ananas. Ich frag mich, was für ein Eintopf das wird. Ich auch. Oh, lovely. Rein in den Topf. Hätte ich das auch Onis geben können? Lass das Kochen beginnen! Wahrscheinlich nicht so ein lustiges Fest wie das Quizfest. Eintopflied. Okay. Okay. La 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 und du du du. Das Wasser kocht und hört nicht auf. Schwuppdidu. La 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 und du du du. Alle kochen miteinander. Bruder und Schwesterlein. Ja, wir aus Trampoli sind uns ein. Eintopf-Jubiläum! 10 Sekunden Intermezzo! Und was machen wir nu? War irgendwie nicht auf dem Beat, aber ist schon in Ordnung. Für mein erstes Mal geht's ab. Was gibt's denn Leckeres? Fertig! Tabatas Ananas-Eintopf ist fertig. Sieht köstlich aus. Oh yes! Schau mich an! Nur zu, probier mal! Aber gerne doch. Schlürfmampf. Ja, diese Geräusche mache ich beim Essen. Es schmeckt süß und sauer. Ja, sie haben also lecker chinesisch gemacht. Wir mögen das nicht. Schmeckt nicht gut? Irgendwas stimmt hier nicht. Damit ist das diesjährige Eintopffest beendet. Bis zum nächsten Jahr? Say what now? Do it again!
Do it again. Der Eintopf ist beendet. Lass uns das im nächsten Jahr reintun, ja? Habe ich's versaut? Ist es... Wir reden mal mit den Mädels ohne Sachen in der Hand. Irgendwas ist doch jetzt hier falsch gelaufen. Hi. Was ist los? Der Eintopf ist heute nicht besonders gut gelungen. Ich überlege, was falsch gelaufen ist. Ja, ich auch. Du liebe Zeit, wie konnte das denn passieren? Warum? Tabata hat ihn gekocht. Ist er so schlecht? Hey, du hast irgendeine seltsame Zutat reingetan, stimmt's? Eigentlich nicht. Was war denn heute mit dem Eintopf los? Warum hat er so komisch geschmeckt? Ich hatte mich so darauf gefreut. Hab ich verloren? Alle Frauen jetzt sauer auf mich? Geht. Verzeihung. Dann gehe ich mal weg. Weil die Schande dieser Tat lässt sich nicht in Worte fassen. Eigentlich schon. Ich hätte gerne gewusst, was ich genau falsch gemacht habe, aber ich schenke hier einen Erdanhänger. Ich glaube, das ist... Ich will den nicht anziehen. Immer dasselbe. Ich möchte ihn einfach verschenken. Vielleicht freut sie sich drüber. Für mich? Thanks. You're not going to get something back, though. Oh, das ist aber unfair. Good morning. Was ist mit diesem Eintopf dieses Jahr? Wer hat welche Zutaten hineingetan? Ich habe gar nichts gemacht. Ich schon. War wohl nicht so geil. Was war heute mit dem Eintopf los? Schmecken Eintöpfe in diesem Land immer so? Ich fühle mich jetzt schon wieder, als ob ich was falsch gemacht habe. Welcome. Letztes Jahr habe ich Ärger bekommen, weil ich wahllos etwas ausgesucht habe. Ich wusste nicht, welches Thema der Eintopf hat. Ich habe das Rundschreiben nicht gekriegt. Hätte ich gewusst, dass das... Der heutige Eintopf war gut. Wirklich? Ich fand den nicht besonders lecker. Wirklich? Vielleicht hat mir nur geschmeckt, weil ich seit gestern nichts gegessen habe. Tja, wie heißt es so schön? Hunger ist der beste Koch. Ja. Gut, ich freue mich wenigstens, dass Selfie Freude an meinem Essen hatte. Hätte ich das mal gewusst. Die ist wahrscheinlich auch extrem pisst. Der Eintopf war ungenießbar. Du musst ihn nicht essen, Ustra. Dankeschön. Ach, Cinnamon. Ach, komm, lass dich mal drücken. Lass dich mal drücken mit Fisch. Bitteschön. Ach, das ist so lieb von dir. Ehrlich. Wenigstens einer, der mir hier Mut macht. Also, es kann ja nicht mein Verschulden gewesen sein, dass der Eintopf scheiße war. Ich hab nichts gemacht. Normalerweise würde ich sagen, wenn der Eintopf wegen ein bisschen anderer Scheiße schmeckt, ist der Koch schuld. Aber blüsch. Vielleicht hätte ich auch einfach nicht Tabata das geben lassen sollen, sondern... Man weiß es doch nicht. Ich kann spekulieren bis nächste Woche und ich würde es nicht einfallen. Von daher lassen wir das jetzt spekulieren und verschenken lieber weiter Erdbeeren. Bitteschön. This tastes... Apropos Erdbeeren verschenken, ist Rosetta auch in town? Dann würde ich nämlich ihr auch gerne eine Erdbeere schenken. Nur so, just for fraging. Ja. Das ist nämlich gut, dann hätte ich ein bisschen mit ihr unterhalten über ihren Vater. Das ist ja auch interessant. Bitteschön, Erdbeerchen für dich. Thank you. So, hi. Good morning. Bis es meinem Vater besser geht, kann ich nur einmal die Woche hier vorbeischauen. Danny macht sich sehr gut. Das ist auch das Einzige, was mich glücklich macht. Ich dachte, ich bin auch Grund für Glücklichkeit. Hast du den Ärmel von heute probiert? Was war denn das für ein schreckliches Zeug? Wie um alles in der Welt kann man bei diesem Eintopf so versagen? Wieso? Ich bin ein ganz normaler Mann. Ich bin ein normaler Mann. Ich habe ganz normale Bedürfnisse gehabt. Ich hatte Bock auf Ananas. Was ist denn jetzt das Problem? Tun die wieder alle so, als ob Ananas das Schrecklichste ist von der Welt. Aber nein. Oh. Sweet, sweet love in diesem Bett. Oh yeah. Ich kann es mir genau vorstellen, dass dort zwei Leute drin schlafen können. Weil es gibt genug Platz da. Was habt ihr erwartet, was ich sage? Sicherlich nicht das. Heute ist Feiertag, das heißt, wir können später nach
dem See gehen, um dann nach Iris und Iris zu kommen. Honey und Nanny ein bisschen. Da haben wir alles gemacht, das haben wir alles weggegeben. Dann können wir jetzt ein bisschen in die Schneeruine gehen. Und noch ein bisschen leveln, weil ich weiß ja nicht, was es braucht, um einen Endboss zu besiegen. Ob man wirklich kämpfen, ob man wirklich kämpfen muss oder ob das ein Event ist. Das hat mir ja keiner gesagt. Auch da habe ich keine Runden mehr gekriegt. Und eigentlich bin ich auch froh drum. Denn so habe ich... Ach, stirb doch endlich, blöde Biene. Denn so habe ich gleichzeitig... Okay. So habe ich gleichzeitig auch noch etwas, was mich überrascht. Ist ja auch nicht schlecht. Heute werde ich nicht so viel vergiftet wie letztes Mal. Das ist auch schön. Ich würde eigentlich gerne eine andere Klinge nehmen. Aber ich finde, die machen alle nicht so super viel Schaden. Wow, 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 wow. Im Moment macht am meisten Schaden noch die Lanze. Obwohl ich meine, am Monster an den... Och, meine Güte. An den Monstern liegt es ja nicht, dass es so wenig Schaden macht. Obwohl das... Das sah schon... aus, als könnte man das öfter machen. Sehr gut, sehr gut. Gehen wir mal hier lang weiter. Ich habe immer noch Hoffnung, dass wir nochmal einen zweiten magischen Kristall kriegen. Die Hoffnung schwindet zwar von Sekunde zu Sekunde. Weil wir sind schon so oft hier reingelatscht. Und bis jetzt haben wir erst einen einzigen magischen Kristall gekriegt. Magisches Pulver etwa. Naja. Wie heißt es? Zur Not frisst der Teufel Fliegen. Zur Not nehme ich auch das mit. Blöd finde ich es trotzdem. Nur damit ihr es wisst. Ich hätte gerne noch einen magischen Kristall. Ich würde mich super gerne einmal an Cinnamon verschenken, um zu sehen, wie ihr bester Ausdruck ist bei dem besten Geschenk, was man ihr geben kann. Hm. Jetzt mache ich euch alle kaputt. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Nope, 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 nope. Da hinten hatte er auch ein Brüllen, habt ihr gesehen, oben rechts. Ah, würde mich gerade mit Eis bewerfen, aber nein! Crazy, wenig Leben. Habe ich noch einen Parafutsch? Jawohl. Wenigstens darauf kann ich mich verlassen, dass immer noch ein bisschen was zu schnuckeln in meiner Tasche drin ist. Manche, also... Ich weiß nicht warum und ich finde es zum Teil ein bisschen blöd, dass man bei einem Fest, wo man etwas mitbringen soll, versagen kann, weil man etwas mitgebracht hat. Weil theoretisch hat es ja jetzt auch eine Ananas gekostet, das Ganze. Für ein... Ich sag jetzt mal... Für ein Ergebnis, was sich überhaupt nicht gelohnt hat, nämlich dass alle wieder sauer auf den Ostra sind. Und das... Oh, Stella, hi. Und das finde ich so ein bisschen schade daran. Hi. Hi. Ist es nicht an der Zeit für dich zu heiraten und dich hier niederzulassen? Es wäre der richtige Moment für dich. Daher möchte ich dir das gerne schenken. Oh, ein Rezept? Ja, richtig. Es erzählt dir, wie du einen Hochzeitsstrauß zusammenstellst. Du führst die geliebte Person an einen romantischen Ort, wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt ist, überreichst du den Strauß. So machen wir in diesem Dorf einen Heiratsantrag. Antrag? Ist vielleicht ein bisschen zu früh. Es wird dir nicht schaden, wenn du dich daran hältst. Überreiche die Blumen, wenn du dich für jemanden entschieden hast. Du hast Glückseligkeit 1x1 erhalten. Das ist etwas, was du nicht allein tun kannst. Du musst genau überlegen, wem du sie geben möchtest. In Ordnung. Also haben wir... Cool. Der Eintopf heute war nicht besonders... Tja, das kommt vor. Das sehe ich nämlich auch so. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo ich hinaus wollte, bevor ich jetzt mit ihr gesprochen habe. Die sind sehr undurchsichtig. Die, kann ich die nicht angucken? Ne, schade. Da muss ich dann irgendwie drin machen.
Die sind sehr undurchsichtig. Die, die Events. Das ist manchmal schade. Hi, Kano. Der Eintopf heute hat nicht die Erwartung erfüllt. Er war einfach nicht süß genug. Okay. Aber Ananas ist doch eigentlich eher was Süßes, oder? Oder nee, es ist eher, oder ist Ananas eher sauer? Ich beiße kurz in eine Ananas, imaginär. Ham. Ja, ich würde sagen, eine Ananas ist eher lecker vor allen Dingen. Ich hasse sie warm, aber sie war kalt, in meiner Vorstellung. Eben runterschlucken. Ja, ich würde sagen, eine Ananas ist eher süß. Sauer. Ja, könnte schon sauer sein, ein bisschen. Ja, dann eher. Verdammt, verdammt, seist du imaginäre Ananas und deinen Vater Geschmack. Oh, den trinke ich gleich. Obwohl mir hier eigentlich wenig passieren kann. Better safe than sorry. Nicht? Lieber die sichere Seite der Medaille polieren. Als sich einen Splitter fangen. Ups, Hilfe. Jetzt mal eben das Übliche machen, nämlich ein bisschen Blumengießen am Anfang der Ruine. Wo ich natürlich wieder erst hinlatschen muss, weil der Wal macht Urlaub. So langsam müssten wir es auch schaffen. Aber ich denke, das wird erst nachdem passieren, nachdem wir das Event fertig gemacht haben. Oder besser gesagt, die Hauptstory fertig haben. Wird es wohl passieren, dass Iris und Iris in die... also ich denke mal, die werden auch runterziehen. Zumindest hat der Chat das schon so... Haben die Kommentare das schon so angedeutet. Und das wird ja auch Sinn machen, wenn man die heiraten möchte. Aber ich glaube, das geht, wenn... Oh, nice, oh, Matt. Ja, Wolski, hallo. Baumgras. Schön, dass du da bist. Sind das diese Bäume, die man zum Fest der Heiligen braucht, oder was? Ich hoff's. Weil die sehen voll süß aus. Kleine Tannenbäume mit Blumen drin. Wenn nicht, wäre auch nicht schlimm. Aber, das heißt, wir können jetzt hier nochmal überlegen, welche der anderen Saaten wir hier hinpacken. Eventuell sagt uns aber auch der... Blumenstrauß-Rezeptmeister mehr dazu, was wir genau brauchen. Ich guck mal eben gerade, was das jetzt für Teile sind. Packen wir das mal eben weg. Gucken wir mal eben im Inventar nach. Info bitte. Info? Dieses Gras träumt davon, ein Baum zu sein. Deshalb freut es sich immer auf die Gießkanne. Es ist 3500 wert pro Pflanze. Okay. Aber ich habe im Moment wenig Geldprobleme. Und da seid ihr natürlich wieder gefragt. Ihr alle, die mit Rune Factory höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun haben als ich. Wofür brauche ich Baumgras? Ich weiß, es gibt das ein oder andere Rezept, was das gebrauchen könnte. Blum. Aber so im... Ich sag jetzt mal so im Allgemeinen... ich könnte euch alle vernichten, nur damit ihr es wisst. So im Gesamtbild weiß ich noch nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Ist halt eine super Geldmaschine. Moneymaker! Bläh. Ah, Eisen. Eisen ist gut. Hör auf! Ich will nur dieses Eisen mitnehmen, ich brauche das. Ich muss weiter Dinge basteln, aus kleinen Dingen, um dann größere Dinge zu bauen, um dann weiter zu leveln beim Schmieden. Oder auch beim Handwerken. So, hier ist nichts mehr. Vielleicht kriegen wir noch, bevor wir heiraten, in-game, natürlich, kriegen wir vielleicht noch die Möglichkeit, das ein oder andere Event noch zu sehen. Das würde mich natürlich extrem freuen, wenn das nicht das einzige Event bleibt. Was wir jetzt mit Cinnamon hatten. Auch wenn es natürlich schön war. Aber ich hätte auch gerne eins mit... Ich weiß nicht warum, aber ich sag's jetzt trotzdem hoch. Einfach weil sie es verdient hat für ihren... Einsatz, hätte ich das Ganze gerne mit Oinis. Weil, keine Ahnung, die kniet sich so rein, die macht so viel. Und ich finde, das sollte ein bisschen belohnt werden, wenn sie nur ein Event mit mir verbringen darf. Aber nun... Das wäre immerhin etwas.
Und die beiden Irisse haben sich theoretisch auch verdient, weil, hey, die arbeiten gerade daran, dass der Wal nicht runterfällt. Und wenn ich überhaupt niemals in einem Event sehen will, weil mich diese ganze Storyline extrem ankotzt, mit dem Bruder, das Uzuki. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das nervt. Ich kann nachts manchmal nicht schlafen, weil ich immer denke, boah, Uzuki mit deinem Bruder, das geht mir so auf die Nerven, ne? Aber das nur am Rande. Das ist für euch. Gucken, was ihr so zu quatschen habt. Und, hi übrigens. Das ist gut. I sleep during the day and wake at night. I guess I'm what you would call nocturnal. Nocturnal. I just get so sleepy when I'm under the sun. Tja, das liegt daran, weil du ein Vampir bist. So, ich pass auf mich auf. I really like flowers. When you grow them with love, they become especially lovely. Aber das ist wohl selbstverständlich für dich. Schließlich arbeitest du auf den Feldern. Hm. Ja, das ist klar. Good evening. Abend. The weather is so nice today. People change, but one should never be afraid of it. Ja, finde ich auch. Ich bin erstaunt, dass diese Insel in Form eines Wals hat. Du lebst ja schon lange drauf. Es ist nur meine Idee. Also du lebst schon ziemlich lange auf diesem Wal, anscheinend, weil du warst so einsam, dass du dich in zwei Persönlichkeiten gespalten hast und. Und jetzt wunderst du dich darüber, dass die Insel Wahlform hat? Nun. Da weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf. Eine Antwort weiß ich aber, und zwar, ist die Folge vorbei? Ja, ist sie. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal natürlich wieder reinschaust. Außerdem einen Daumen da lässt, denn das hilft dem Projekt und dem Kanal mehr als man denkt. Und ich würde mich persönlich super drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht kriegen wir jemanden in unser Doppelbettchen. Bis dahin.